Ich habe gute Neuigkeiten. Die Alpen Academy Jacke ist jetzt tatsächlich angekommen. Hier ist sie. Und ich kann nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Egal wie gut oder wie schlecht die Jacke gewesen wäre oder ist, ich hätte mich absolut gefreut über die Tatsache, dass sie überhaupt erstmal ankommt. Denn es ist eine große Bestätigung dafür, dass dieses Projekt zumindest in den ersten Schritten bis jetzt perfekt funktioniert hat. Aber heute möchte ich darüber reden, wie es jetzt weitergeht und vor allen Dingen, wie die Jacke in den ersten Tests, aber definitiv nicht den letzten Tests, abgeschnitten hat und wie es jetzt weitergeht. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Ich habe jetzt schon länger nichts mehr über das Projekt Jacke erzählt, denn es gab ehrlicherweise nicht viele neue News. Fakt war, dass wir relativ lange jetzt auf das Paket gewartet haben, aber eines Tages kam dann die SMS. Ihr Paket ist bei der DHL-Abholstation zur Abholung bereit und ich dachte mir nur so, yes, es ist tatsächlich soweit. Ich kriege diese Jacke jetzt endlich mal in die Hände. Und ja, was soll ich sagen? Sie wiegt etwas um die 600 Gramm und sie hat technisch alles erfüllt, was ich von ihr erwartet habe. Aber zu den Vor- und Nachteilen, da komme ich jetzt gleich nochmal im Detail dazu. Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall überrascht in vielerlei Hinsicht und genau dem sollten wir uns jetzt mal widmen. Wir teilen, würde ich mal sagen, das ganze Video erstmal in Positives und Negatives. Und ja, vorweg, es gibt auch Dinge, die nicht perfekt sind an dieser Jacke, aber ich muss gleich mal vorwegnehmen, diese Dinge sind bei anderen Jacken genauso wenig perfekt. Damit möchte ich diese Nachteile natürlich nicht relativieren, aber ich möchte sie ein bisschen in Kontrast zu anderen Produkten setzen. Aber fangen wir mal bei den positiven Dingen an. Punkt 1, sie ist absolut wind- und wasserdicht. Sie ist so unfassbar wasserdicht, dass sie tatsächlich die Konkurrenz von Herstellern wie Mammut, Salewa, Arc'teryx und Co. schlägt. Also deutlich schlägt. Die Angaben der Wassersäule hat sie definitiv übertroffen. Also ich habe das Ding tatsächlich einfach mal in die Dusche gehängt und geschaut, was passiert. Und passiert ist Folgendes, das Wasser perlte bis zuletzt ab, egal wie lange ich da mit vollem Strahl draufgehalten habe. Es ist einfach nichts passiert. Sie war innen die ganze Zeit trocken. Sie hat natürlich dann über die Zeit, hat das natürlich dann eher so ausgesehen, als wäre sie schon ein bisschen feucht und nicht mehr komplett abperlend. Aber trotzdem, sie war innen komplett trocken und damit hat sie ihren Anwendungszweck voll erfüllt. Also ich habe das jetzt nur eine halbe Stunde gemacht, aber ich habe es dafür eben in einer extremen Intensität durchgeführt und Fakt war, einmal ausgeschüttelt und das Ding war wieder trocken. In diesem Sinne wahnsinnig, wahnsinnig hochwertig und ich war perplex, wie gut das funktioniert hat. So, schauen wir uns die Reißverschlüsse an. Hier haben der Frederik und ich ja besondere Reißverschlüsse bestellt, die ja diesen ganzen Prozess so ewig lange hinausgezogen haben. Diese Reißverschlüsse und damit auch die Wartezeit haben sich meiner Meinung nach voll gelohnt. Sie sind absolut wasserdicht, aber extrem wasserdicht. Also ich habe sie auch wieder unter der Dusche getestet und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Hier kam keine Flüssigkeit durch. Es wurde nach vielen Minuten vollem Wasserstrahl natürlich etwas feucht drunter, aber definitiv nicht nass. Alle Reißverschlüsse sind leichtgängig, aber trotzdem halten sie sehr dicht. Sie sind natürlich nicht so leichtgängig wie komplett offene Systeme, wo das Wasser natürlich komplett durch könnte, durch die freien Poren, weil sie eben komplett verschlossen sind. Aber das ist ja eigentlich auch genau das, was wir am Ende des Tages wollen. Generell, die Details der Jacke funktionieren sehr, sehr gut. Wir haben, und das kann ich hier jetzt gleich mal im Detail zeigen, sehr viele Taschen. Wir haben im Brustbereich jeweils eine Tasche auf einer Seite mit einem Verschluss, also auf, zu, einseitig, klar. Dann haben wir hier nochmal die ganz normalen Hüfttaschen, die man auch von jeder Jacke XY kennt. Jetzt könnte man sagen, naja, mit einem Hochturmgurt, wie ist das dann eigentlich? Relativ gut, denn sie sind tatsächlich trotzdem nochmal etwas höher angelegt als die typischen Taschen bei normalen Regenjacken. Bei der Kapuze haben wir extrem viele Einstellungsmöglichkeiten. Wir können die Kapuze hier nochmal um ein ganzes Stück erweitern. Wir können sie hier auch nochmal enger ziehen, wie man das eben von den Kapuzen kennt. Wir können sie auch hinten nochmal deutlich enger ziehen. Also wir haben hier echt eine Menge Einstellungsmöglichkeiten bezüglich der Kapuze. Beidseitig kann man sie übrigens nochmal verbreitern. Dann haben wir auf der Innenseite einmal ein offenes Netzfach, da können wir allerlei Kleinigkeiten reintun, Taschentücher und Co. Und dann haben wir auf der anderen Seite, auf der Innenseite, auch nochmal auf der gleichen Höhe wie auf der Brusttasche außen, haben wir innen hier auch nochmal eine Reißverschlusstasche mit normalem Reißverschluss. Logischerweise, nachdem sie innen ist, wäre ja Blödsinn, wenn das jetzt auch nochmal ein wasserdichter Reißverschluss wäre.
Das ist ein bisschen kleineres Fach, aber es reicht auf jeden Fall für normales Handy, für ja, alles mögliche, Geldscheine, ein kleines Etui von irgendetwas oder auch Taschentücher, wie auch immer. Das geht sich da drin alles aus. So große Sachen wie Brieftasche oder so eher nicht so. Der Reißverschluss hier auch natürlich ein ganz klassischer, wasserfester Reißverschluss. Und die funktionieren auch wieder mit zwei Reißverschlüssen. Also ich kann ihn sozusagen von unten die Jacke auch nochmal öffnen. Ist bei Hardshell- und Softshell-Jacken der gehobeneren Preisklasse mittlerweile ja auch schon Standard. Eine Kleinigkeit haben wir dann natürlich auch noch, was bei einer Hochtourenjacke natürlich auf keinen Fall fehlen darf. Das sind die Belüftungsschlitze. Davon haben wir jeweils einen unter dem Arm. Ganz praktisch, geht relativ weit runter in den Brustkorb, kann mit zwei Reißverschlüssen dementsprechend auch nochmal relativ gut reguliert werden. Und dann haben wir noch eine Kleinigkeit, eine kleine Ärmeltasche auf der linken Seite. Die ist mit einem Reißverschluss ausgestattet, ist auch wieder nicht gerade klein. Also da passt auch Telefon und Co. rein, aber viel mehr jetzt auch nicht, ist aber am Arm auch nicht super angenehm, wenn man da jetzt sehr viel drin hat. Man kennt das ja von anderen Jacken auch nicht anders. Wenn wir uns die Innenseite der Jacke anschauen, kann man ja sagen, die Qualität, habe ich ja gerade schon gesagt, hat super funktioniert. Also die wasserabweisenden Fähigkeiten und die Tatsache, dass die Feuchtigkeit überhaupt nicht durchgelassen wird, diesen Test hat sie schon mal zumindest im Groben bestanden. Ich habe sie auch schon draußen bei sehr schlechtem Wetter getestet. Natürlich jetzt nicht über 6-7 Stunden, das steht noch aus. Wie gesagt, das kommt alles noch, aber zumindest schon in kleinen Spaziergängen im extremen Starkregen, das hat sie alles ohne Probleme mitgemacht. Wie sieht es aber hier in der Verarbeitung aus? Von den Nähten her, muss ich sagen, habe ich es mir länger angesehen und das sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben hier teilweise vernähte, teilweise dann nochmal überklebte Stellen. Das mit dem Überklebt ist ein Punkt für sich. Man kann jetzt sagen, naja, vernäht und verklebt ist ja eigentlich ganz gut. Naja, man kann auch sagen, naja, wenn das verklebt ist, wie gut ist die Naht dann drunter zum Beispiel? An manchen Stellen ist sie vernäht und verklebt drüber. Da kann ich jetzt natürlich dann nicht beurteilen, wie gut die Naht ist. An anderen Stellen sieht man aber die Nähte sehr, sehr gut und sieht, dass das alles wahnsinnig fein verarbeitet worden ist. Deshalb stelle ich mir persönlich die Frage, warum sollte das jetzt unter den verklebten Stellen anders sein? Also wäre ja Blödsinn. An den Nahtstellen, die man sehen kann, sieht man, das hat alles super hingehauen, das hat super funktioniert. Ich habe mit die Jacke auch schon, ich sage jetzt mal, etwas hergenommen. Ich habe geschaut, wo kann ich Fehler finden, wo kann ich irgendwas aufreißen, kaputt machen und so weiter. Denn das soll ja in Wirklichkeit auch in der Praxis dann eben nicht passieren. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu den negativen Seiten der Jacke. Fangen wir bei den Aufdrucken an. Die Aufdrucke sind nicht schlecht, aber sie sind halt auch nicht perfekt. Ich kenne so eine Qualität von Aufdrucken, ich würde sagen, von der Preis-Mittelklasse. Von der absoluten Oberliga, Ortovox, Arc'teryx und Co., also 600, 700 Euro plus Jacken, da ist das nicht so. Bei 300, 400 Euro Jacken ist das hingegen genau gleich, ohne jetzt hier irgendwelche Marken nennen zu wollen. Wenn man es, und das ist jetzt hier nur unter Interims-Logo sozusagen, wenn man es sehr lange probiert, dann kriegt man die Ecken hier runter. Das ist nicht ideal. Die Frage ist, ob das in so einer feinen Verarbeitung wie das hier ist oder in so einem feinen Design tatsächlich anders möglich ist, egal wie hochwertig oder minderwertig der Druck ist. Der große Vorteil und der große Nachteil in Bezug auf den Druck ist eben auch die Tatsache, dass diese Jacke sehr weich ist. Wenn ihr sie mit einer Arc'teryx oder mit einer Ortovox Hardshell Jacke vergleicht, werdet ihr merken, die fühlt sich nicht an wie Hardshell. Die fühlt sich eher an wie eine sehr dünne Windbreaker-Softshell-Kombination. Das Ironische ist aber, dass das System trotzdem genauso gut funktioniert wie bei diesen harten Jacken. Deswegen, mein erster großer, riesiger, positiver Punkt ist eben, sie ist wahnsinnig weich. Man kann sie sehr, sehr klein zusammenfalten. Das ist alles ganz großartig. Für den Druck ist das natürlich nicht ideal. Wenn sich die Jacke super viel bewegt und ich sie sehr klein zusammenfalten kann, dann kann ich hier natürlich auch den Kleber an seine Grenzen bringen, sage ich jetzt mal. Insofern, der Aufdruck ist okay, nicht ideal. Und das finde ich aber persönlich nicht so großartig, wenn etwas nur okay ist. Wenn wir das alles dann in den Kontext des Preises setzen, dann ist es wieder ein anderes Thema. Da können wir vielleicht mal in einem Alpcast oder in einem anderen Video drüber sprechen. Aber wir betrachten jetzt hier die Qualität unabhängig dessen, was das Ding denn kostet. Der zweite, ich sag mal, nicht ganz perfekte Punkt ist die Verklebung. Ich habe es gerade schon angesprochen. Vernäht und verklebt, die Nähte sind großartig, aber ich habe zwei Problempunkte gefunden. Einen möchte ich euch da jetzt nochmal ein bisschen näher zeigen. Großer Problempunkt ist es überhaupt nicht. Ich sehe genau dieses Problem bei vielen Jacken von Herstellern
ich sag mal, die dafür bekannt sind, dass sie eigentlich aus der Schweiz kommen. Sagen wir es einfach mal so. Dann sieht man, dass die Verklebungen an diesen Eckpunkten, da wurde nochmal Membran oder Material, Obermaterial drüber geklebt, damit sozusagen diese Eckpunkte hier sich nicht irgendwann aufreiben, auflösen oder zu einer Problemstelle werden. Im Hinterkopf behalten, die Problemstelle. Jetzt wird genau diese Klebestruktur hier, dieser runde Klebestreifen, den Sie hier aufgeklebt haben, zur Problemstelle. Ah, denn er ist relativ klein und er ist rund und natürlich eckig wäre genauso doof, aber dadurch, dass er so klein ist, kann ich hier den Kleber irgendwie relativ leicht runterlösen. Und das möchte ich nicht können. Das ist ein Qualitätsmerkmal, wo ich sage, 90% der Jackenhersteller machen es nicht gut, 10% machen es gut und damit besser als diese Jacke. Das hält. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt Katastrophe. Sie hält schon. Die Frage ist nur, 10 Jahre, 8 Jahre, irgendwann fängt das hier an zu scheuern, wenn ich hier ständig drüber scheuere. Dann kann es sein, dass die Kleberänder hier sich irgendwann auflösen. Dann hätte ich immer noch das originale Material drunter, aber ist natürlich nicht großartig, sage ich ganz ehrlich. Großartig ist ein tolles Stichwort, denn jetzt kommen wir zu meinem größten Manko, was ich mit dieser Jacke habe. Es hat einen Haken und ich hoffe, dass wir diesen Haken lösen können, aber aktuell hat es einen Haken. Großartig ist deshalb das perfekte Stichwort, denn sie ist groß. Also sehr groß. Riesig, um genau zu sein. Wir haben hier jetzt die Größe S. Und ich würde sagen, dass sie, wenn man das vergleichen möchte, mit einer Marke, die vielleicht viele von euch zu Hause haben, einer Salewa beispielsweise, eine Salewa-Jacke wäre bei dieser Größe, ich würde sagen, L. Und das ist ein Problem. Denn ich trage beispielsweise bei Salewa S. Das kriege ich hier nicht ansatzweise hin. Also ich passe in diese Jacke vielleicht nicht zweimal rein, aber anderthalb Mal auf jeden Fall. Das ist jetzt für eine Hardshell-Jacke nicht extrem schlimm. Aber es gibt Menschen, die dünner sind als ich. Es gibt Menschen, die kleiner sind als ich. Es gibt Frauen, die sind deutlich kleiner und deutlich schmäler als ich. Und die Idee war hier eine Unisex-Jacke zu produzieren. Und das können wir so nicht lassen. Das ist ein Problem, denn sie ist halt wirklich viel zu groß. Also sie ist mir schon viel zu groß. Sie ist vielen anderen, die ich es probieren habe lassen, auch viel zu groß. Ich würde sagen, jemand, der 1,80, 1,85 groß ist und 85 Kilo hat, dem wird sie perfekt passen. Zwischen 8 oder 80 Kilo, sowas in die Richtung. Aber alles schlanker oder größer und damit dünner, das geht nicht. Und ich bin ehrlich, das hat mich ziemlich runtergezogen am Anfang, als ich die Jacke das erste Mal probiert habe. Denn das war das, woran ich am wenigsten geglaubt habe, dass das zum Problem werden könnte. Ich habe an alles gedacht. An die EPTFE-Qualität, ich habe an den Schnitt gedacht, ich habe an die Reißverschlüsse gedacht, ich habe an alles gedacht. Aber nicht an die Größe. Ob uns diese Fabrik jetzt dieses Problem lösen kann und wir die Größe vielleicht nochmal adaptieren lassen können, I don't know. Wir wissen es noch nicht. Wir werden es aber für euch herausfinden. Und deshalb kommen wir jetzt hier auch noch zum letzten Punkt. Was passiert jetzt? Die Idee ist es jetzt mal nochmal Kontakt mit der Fabrik aufzunehmen und zu schauen, was lässt sich da noch machen. Wir werden die Designs nochmal ein bisschen verändern. Uns haben die Strukturen von den Aufdrucken nicht so ganz gefallen. Das Logo wollen wir nochmal überarbeiten, dass das ein bisschen anders aussieht. Wir möchten auch, dass der untere Schriftzug, also Jungfrau Extreme, nochmal etwas kleiner wird, denn der wurde etwas zu groß. Wir haben uns das etwas kleiner vorgestellt. Wir wollen das sehr dezent haben und jetzt ist es doch eher sehr penetrant. Das wollen wir auf jeden Fall noch ändern und wir wollen eben die Größe nochmal hinterfragen, ob wir das nicht vielleicht doch irgendwie nochmal anpassen können. Das wäre ganz cool. Wenn nicht, dann müssen wir drüber nachdenken, was wir machen. Denn diese Jacke so anzubieten, das kann ich persönlich deshalb nicht vertreten, weil sie einfach ganz, ganz vielen Leuten nicht passen wird. Das ist eine Jacke, die für den amerikanischen Markt offensichtlich designt wurde. Denn in Amerika sind ja, wie man das kennt, die Größen immer um 1 verrückt. Also XS ist bei uns ja S, also amerikanisches XS ist bei uns ja S und so. Da wird das dann schon eher hinkommen. Aber für unsere Verhältnisse funktioniert das so einfach nicht. Deswegen müssen wir uns da jetzt was überlegen. Denn das ist schon die kleinste Größe, die wir kriegen können. Ich verspreche wie immer, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, was das betrifft. Und sobald wir Informationen diesbezüglich haben, werde ich sie auch weitergeben.
Und wenn ich keine guten Nachrichten habe, dann werde ich das natürlich auch so kommunizieren und dann werden wir schauen, wie wir weitermachen. Ich möchte hier jetzt nochmal was ankündigen. Ich werde mit diesem Test-Sample, auch wenn es mir leider etwas zu groß ist, noch einige coole Videos machen. Das verspreche ich euch, das wird ziemlich, ziemlich lustig. Das könnt ihr mir glauben. Ich habe hier schon einige Skripte und Videoideen und Pläne am Tisch liegen. Das wird ziemlich witzig. Ich finde die Idee an diesem Projekt auch immer noch gut und ich halte natürlich weiterhin dran fest. Es geht jetzt nur darum, ob wir diese Feinheiten und vor allen Dingen das große Thema, diese Größe irgendwie in den Griff kriegen. Wenn ja, will ich hier jetzt mal kurz ein Fazit machen. Kriegen wir die Größe nochmal hin, dass sie quasi Menschengröße entspricht und nicht Büffelgröße, dann ist das wahrscheinlich die beste Hardshell-Jacke, die ich in meinem Leben jemals in der Hand hatte. Und das sage ich nicht, weil es meine ist. Ich verdiene daran nichts. Ich sage es gleich. Ich habe nichts davon, wenn jetzt 1000 Leute diese Jacke kaufen. Ich glaube, dass diese Jacke von der Qualität her besser ist als die 600-Euro-Jacken, die ihr bei euch im Geschäft finden könnt. Ich werde das alles dann nochmal in einem weiteren Video mit kleinen Tests nochmal quasi beweisen. Also ich werde sie bei Schlechtwetter mit rausnehmen, ich werde es euch zeigen, ich werde das alles nochmal mit Videodokumentation festhalten. Das alles setzt aber voraus, dass wir dieses große Problem mit der Größe lösen können. Die Aufdrucke würde ich jetzt noch sagen, naja, wenn die jetzt nicht super genial sind und sich ablösen, dann können wir ja auch Chargen ohne Aufkleber, also ohne Aufdruck bestellen oder so. Das lässt sich alles lösen, aber die Größe ist eben ein Problem. Mein vorgezogenes Fazit ist aber, das ist Wahnsinn, was wir hier für so schmales Geld, also für etwas über 100 Euro, letztlich erhalten an Qualität. Und es ist vor allen Dingen eine Message an alle großen Hersteller da draußen. Ihr verkauft nur einen Namen und das Marketing, aber ihr verkauft nicht die Qualität eurer Produkte. Name, Marketing. Das ist alles, wofür eure Konsumenten Geld bezahlen. Deshalb ist diese Jacke eigentlich der Beweis dafür, dass es genau das ist. Aber natürlich sieht man an dem Beispiel, das wir jetzt hier haben, nicht alles ist immer perfekt. Wir haben jetzt hier vielleicht noch ein paar Startschwierigkeiten und ich hoffe, dass wir sie in den Griff bekommen. In diesem Sinne, bleibt bitte dran. Ich brauche noch ein paar Tage, vielleicht noch zwei Wochen Zeit, um alle Informationen parat zu haben, die ihr brauchen werdet, damit es einen Fahrplan sozusagen gibt, wie es jetzt weitergeht. In erster Linie, kurzum, perfekte Jacke, großartige Jacke, leider zu groß, das kriegen wir hoffentlich in den Griff. Wenn ja, dann könnt ihr die Jacke tatsächlich bald mal vorbestellen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal, wie immer, Berghain.